Die Sumpflande von Aschenquell. Während die Schergen von Grimli Hammerhand nach Thalia und der Armee des absoluten Bösen Ausschau hielten, marschierten diese in der Düsternis der Sumpflande von Aschenquell langsam auf die Zwergenstadt Stahlschmiede zu. Diese idyllische Gegend bot die einmalige Gelegenheit, sich weitere Verbündete zu sichern. Untote. Und damit willkommen zurück bei Dungeons 3. Heute wollen wir uns die Sumpflande von Aschenquell anschauen. Wir haben als Special oder zusätzliche Herausforderungen, absolviere die Mission, die Sumpflande von Aschenquell. Das sollten wir hinkriegen, hoffe ich. Brains. Erwecke in der Mission die Sumpflande von Aschenquell mindestens 98 Untote. Okay. Nacht der lebenden Toten auf Speed. Erobert in der Mission die Sumpflande von Aschenquell alle Friedhöfe in weniger als 25 Minuten. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Okay, ich bin mal gespannt. Neue Räume und Kreaturen. Im Arcanium wird Mana eingelagert und eure Dämonen können dort zusätzliches Mana aus der Umgebung extrahieren. Okay, ich bin gespannt, wie wir uns machen werden. Jetzt am Anfang darf ich ja gleich mal wieder nichts erzählen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Während sich andernorts Grimlis Späher die Mühe machten, jeden Stein auf der Suche nach Thalia umzudrehen, und das meine ich wörtlich, war diese in Richtung Stadt Stahlschmiede aufgebrochen, dem Sitz des Zwergenkönigs. Allerdings hatte sie durch einen dezenten Wink mit dem Zaunpfahl des überhaupt nicht taktvollen Bösen einen kleinen Umweg gemacht in die Sumpflande von Aschenquell. Hier lagen uralte, mit Flüchen belegte Gebeine längst vergessener Soldaten, unruhig in ihren Gräbern und warteten nur auf den nötigen Schubs, um sich endlich zu erheben und The Talking Dead nachzuspielen. Oder wie das heißt, The Modern Talking Dead. Unglücklicherweise und natürlich völlig zufällig hielt sich Grimli, der rassistische Zwergenkönig, ebenfalls in Aschenquell auf. Was für ein Zufall. Ei, hackt mehr Holz, ich hab nicht genug Ressourcen. Ich will nachher noch eine Kaserne errichten, um Ritter und Fußsoldaten anzuheuern. Außerdem brauche ich das Holz, um diese Palisaden... Welcher Schwachkopf hat denn bitte das verbrochen? Wenn ich mir meinen rechten Zeh abschneide, zieht der los und baut eine bessere Verteidigung auf. Los, bringt das in Ordnung. Und da drüben bauen wir noch einen Wachturm. Oder zwei. Grimli ist hier? Ausgezeichnet. Ich werde dieser bärtigen Bierleiche seine ganzen verdammten Vorurteile aus dem Leib prügeln. Dabei werden mir diese Möchtegern-Untoten in ihren Gräbern gute Dienste leisten. Mal sehen, wie es dem besoffenen Tölpel schmeckt, ein paar nach Hirn hungernden Zombies entgegenzutreten. Nicht, dass aber seinem mickrigen Spatzenhirn da Angst haben müsste. Thalia, willst du das nicht noch einmal überdenken? Untote? Wie tief sind wir nur gesunken? Ach, dich gibt es immer noch? Ich dachte, ich hätte dich in der letzten Mission schon endgültig vertrieben. Wie auch immer, halt die Klappe und lass mich arbeiten. Ich muss die lebenden Toten erwecken. Um also die Nacht der lebenden Toten zu beginnen, musste unsere Protagonistin, Gesandte des sich gerade mit einem Hähnchenschlegel beschäftigten Bösen, die größeren Friedhöfe der Region erreichen und die Untoten dort rekrutieren. So, darf ich jetzt? Okay. Punkt 1. Hier vorne ist die Schatzkammer. Okay. Hier ist das Dungeon-Herz. Hier ist schon eine Guru-Guru-Farm. Oh Gott. Ich muss mich jetzt hier erstmal kurz zurechtfinden. Hier ist ein Vortex. Und hier ist ein Dungeon-Eingang. Und hier ist ein Dungeon-Eingang. Okay, das finde ich schon mal generell eher uncool. Mana, okay. Ich habe 5 Schnodderlinge. Keine Werkstatt. Genau, wir brauchen eine Werkstatt. Arcanium. Genau, hier können wir das Mana einlagern. Zauber. Öffnet das Zauber? Mhm. Dämonisches Pott. Interessant. Okay, das gab es vorher nicht. Forschungsmenü. Ah ja.
Okay, das ist also theoretisch... Einer der Schnodderlinge des glücklichen Bösen hatte ein verstecktes Arcanium entdeckt. Dämonen konnten hier wertvolles Mana erstellen, das zum einen sie selbst benötigten, das zum anderen aber auch für mächtige Zauber genutzt werden konnte. Ah, das hier. Okay. So, ich wollte jetzt erstmal hier gucken, wo ich mich denn hier so reingraben kann. Hier ist die Guru-Guru-Farm. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Und so begann der erste Dämon damit, im Arcanium mächtiges Mana zu generieren. Okay. Ah, köstliches Mana. Schmiere ich mir gerne auf mein Sonntagsbrötchen, wenn mir meine Frau die Pantoffeln und die Zigarre reicht und ich die Zeitung aufschlage, um die Todesanzeigen... Aber wieder zurück zum Thema. Mana war auch für das sich nicht für Sonntagsbrötchen interessierende Böse wichtig, denn zum einen gierten seine Dämonen mit höherer Stufe danach, zum anderen konnte es benutzt werden, um mächtige Zauber zu wirken. Natürlich fackelte das aufgeregte Böse nicht lange und probierte das zeitnah aus. Natürlich. So. Ein neuer Bereich wurde aufgedeckt. Okay. Ah, Mana. Ich muss dann wahrscheinlich so ein Dingens bauen. Mana-Schrein. Okay, wow, das ist sehr viel gerade. Habe ich denn... Was ist das? Zwei Armee. Ah, okay, ich habe nur die. Aber ich werde jetzt trotzdem... Da. Fallen können wir noch nicht machen. Also hier würde ich gerne das bauen. Die kommen von da. Dann versetzen wir das Ganze um 1, 2, 3. Tipp. Tipp. 2, 3. So. Ich glaube, Mana brauchen wir jetzt auch gerade noch nicht. So viel Gold haben wir auch noch. So, da können wir uns auch noch reingraben. Eventuell werde ich hier später noch den Vortex ein Stück erweitern. Es ist Zahltag. Ja, das ist nicht so schlimm. Wow. Ah, ich muss das erst erforschen. Erforschen, Versteck. So. Einfach nur, dass wir das schon mal haben für später. So. Vielleicht werde ich diesmal auch mit mehreren Verstecken arbeiten. Baumenüwerkstatt. So. Und überall, wo jetzt noch ein Feld freigelegt wird, werde ich natürlich noch ein Stückchen Werkstatt hinzufügen. Gut, die Aufnahme läuft auch noch. So. Dann kann jetzt hier eine Werkstatt hinzugefügt werden. Sehr gut. Und dann sollte ich... Muss ich es... Ich habe das noch nicht. Ich muss mal kurz auf die Oberwelt. Also... Hier und hier. So, was haben wir hier? Hier ist ein Ort des Guten. Alles klar. Du bist ein Friedhof. Da wird uns bestimmt noch mehr erwarten. Und hier hinten ist dann das von Grimgi? Ihr wisst. Hey, hab ich's doch gewusst. Das verdammte Spitzohr schleicht hier rum. Los, Männer, alle Wachen verdoppeln. Und lass mir was übrig. Du hast doch keine Chance gegen mich und das ultimative Böse. Deine Bierfahne stinkt bis in meinen Dungeon hinab, du versoffener Wicht. Schwärmt aus und findet sie. Die Präsenz der Streitkräfte des wie ein Konfetti schmeißender Teletubby auffälligen Bösen war nicht länger ein Geheimnis. Tatsächlich war es erstaunlich, wie lange es den Streitern des Guten entgangen war. Gut. Deren Anführer war ein Zwerg und der hatte üppige Biervorräte, aber ich schweife ab. Es ist zu hoffen, dass die Verteidigung des Dungeons bereit ist. Nein, ist sie nicht. Ich hole mir noch einen Ogre. Nee, Ork, nicht Ogre.
Hey, sind die schon in der Nähe? Ist die Frage, wenn ich jetzt nicht hier gewesen wäre, hätte der mich dann trotzdem gefunden? Egal, ich bleibe mal bei uns im Dungeon. Wie gemein, das Spiel zwingt einen ja. Haben alle eigentlich ein Bett? Das sind die Sachen. Doch, ich habe ja nur die drei eingestellt. Ja, okay, die haben Betten. Bauern, den Bauomaten. So. Wie viel Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Wo sind meine Orks? Orks? Orks, komm her. Ork, komm her. Was war das bitte? Nein. Schicke. So. Das finde ich aber eher uncool. Werkzeugkiste. Man kann jetzt also auch sowas finden. Das finde ich ja ganz cool. Mana brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, noch nicht so viel. Gold schon eher. Hier sind auch noch Werkzeugkisten. So, ich habe hier jetzt ein Versteck. Hier habe ich jetzt was, wo die Kisten hergestellt werden können. Arcanium. Mana-Schrein. Wir haben nicht genug Kisten. Okay. War das erstmal okay? Ich glaube aber tatsächlich. Ich hoffe, dass das jetzt nicht doof ist. Aber ihr müsst einmal hier hin, Freunde. Noch ein bisschen näher. Bitte daran schucken. Angriff! Einmal mit Profis arbeiten. So. Ich wusste, ihr würdet mich brauchen. Ja, jetzt gehen wir mal nach hier. Ah, lasst es nicht viel mehr werden. Oh Gott. Auf geht's. Beziehungsweise Ork. Hier. Du Ork. Den da. Du Ork. Den da. Du. Die hier. Feuerball. Auch hier. Alles Gute muss sterben. Auf den hier. So. Ich glaube, das ist mit dem Blutrausch, ne? Alle. Sehr gut. Schaffen? Ne, wir gehen mal zurück. Es ist Zahltag. Nein, 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 nein. Oh. Ganz schnell. Run away, run away, run away, way, 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 way. Geht weg, lasst uns. Wir wollen euch nichts. Erst später. So, alle zurück in Dungeon. Eine Runde heilen. Wenn ich mir die Orks so anschaue. Vor allem ihn hier. Und ihn auch. So. Oh. Puh. So, jetzt kriegen wir wenigstens schon mal ein bisschen Forschungspunkte. Und können die Wachstube erforschen. Und dann gleich, sobald wir wieder 100 Dinge haben. Wenn ich hier bin, geht's ja, läuft das Spiel ja weiter. So. Eine, die Tüftlerhöhle. So. Hier ist die Werkstatt. 1, 2. So. So. Ah, da kommen schon die nächsten. Das ist aber uncool. Ich hoffe, dass die sich jetzt hier gut erholen. Ja, schlaft noch ein bisschen.
Ich muss, glaube ich, als nächstes noch, bevor ich die Fallen erforsche, muss ich mir, glaube ich, Nagas erforschen. Damit ich schon ein bisschen Heilung bekomme. Puh, das ist schon ein bisschen stressiger. Naga, wir haben keine 100. So, die bleiben hier stehen. Eine Novizin und eine Schurkin. Talia, die gut gerüstete. Talia, danke. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Komm her. Hops. Du auch. Hierhin, los. Beschützt die Dunkelelfe. Los. Da. Talia? So, okay. Erste Bedrohung abgewendet. Naga oder Fallen? Einfach. Ah, nee, wir brauchen einfache Fallen. Oh, diesmal gibt es die einen gar nicht. Oder? Nee. Die Bodendinger. Wir nehmen jetzt die. Und die Naga. So. Ah, der Raum ist ausgehoben. Sehr gut. Deswegen in die Schatzkammer bauen. Tüftlerhöhle. So. Ne, halt. Bauen. Nicht wach. Tüftler. So. Rein theoretisch, ne? Ich möchte mal kurz was ausprobieren. Ich möchte das jetzt einfach nochmal ausprobieren. Ob ich das Spiel so austricksen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das geht. Aber es wäre schon lustig. Ich warte mal ab. Okay. Tüftlermaschinenraum wird gebaut. Hier sind auch. Hier graben wir uns schon mal weiter. So. Kollege, hol dir was zu essen. Effizienz. Wir brauchen mehr Gurus.